Ich dachte, du wolltest Fernsehen. Mal wieder kein Saft. Bringst du den Kasten mal zum Laufen? Klar. Nichts leichter als das. Du musst sie wohl alle aufladen. Das Ding frisst Strom. Geht alles los! Zeig bloß keine falsche Bescheidenheit! Das sieht gut aus! Weiter so! Läuft wieder. Komisch. Irgendwie fühle ich mich jetzt stärker. Ja? Dann versuch die Dummies da zu braten. Hier laufen so viele Irre rum, da wäre es gut zu wissen, wie viel Ladung du drauf hast. Ja! Aufhalten! Gerade die Mistkerle! Ja! Wuhuhu! Gesehen? Der flog so tief, ich dachte schon, der stürzt auf uns. Hey, das ist der TV-Jacker. Der Typ ist cool. Gerade haben wir von den Hilfspaketen erfahren, die über dem Archer Square abgeworfen wurden. Die Heuchler in den staatlichen Medien behaupten, dass wir unseren gerechten Teil bekommen. Das sagt sich leicht. Sie müssen nicht in diesem Dreckloch leben. In Wahrheit haben sie uns aufgegeben. Niemand wird uns retten. Holen Sie sich was von den Paketen, bevor die Reaper auftauchen. Stimme des Überlebens, Ende. Wusste, sie werfen Essen ab. Mann, sei doch nicht so naiv. Glaubst du wirklich, diesen Büro-Heinis liegt was an uns? Das ist ein PR-Gag. Das hindert dich aber nicht daran, dich vollzufressen, oder? Auf keinen Fall. Sieg muss essen. Du nimmst die Treppe, ich den Expressaufzug. Na klar, du darfst wieder cool spielen. Wow, der absolute Hammer. Das war vielleicht ein Sprung, Mann. Ich wünschte, ich könnte das auch. Diese Treppenrennerei, ich bin voll am Arsch. Bevor wir zum Archer gehen, muss ich einen neuen Revolver besorgen. Ah, jetzt kommt's. Nein, das war krass! Als du ihn angefasst hast, hat der Strom in deinen Händen das Pulver entzündet und das Ding in die Luft gejagt. Kabum! Du hättest dein Gesicht mal sehen sollen. Ich hätte mir fast die Hand weggepustet. Und deshalb wirst du den neuen nicht anfassen. Ich habe dem Typen eine meiner Batterien dafür gegeben. Die explodieren, wenn du sie anschließt? Das weiß er ja nicht. Los, er hat gesagt, er deponiert die Waffe auf einem Parkplatz. Ein paar Blocks von hier. Hey, Cole, weißt du, was ich vermisse? Pizza.
Eine große, saftige, vor Fett riefende Pizza mit Salami. Und Zahltag, ein dickes Bündel Scheine in der Tasche. Heißes Wasser würde mir reichen. Hey, weißt du noch, als wir von Duffy kamen und ich trinken musste? Und der Kopf mich angeschrien hat, ich soll die Hände hochnehmen? Du hast ihn vollgepisst. Er bestand ja auf die Hände. Während er sich abgeputzt hat, sprang ich ins Auto und wir sind los. Genial! Ja, genial. Bis es vor Cops nur so wimmelte. Wie gesagt, genial! Zu schade, dass wir sowas nicht mehr machen können. Es sei denn, jemand erfindet ein Auto, das nicht explodiert, wenn ich mich reinsetze. Oh Mann, er hat gesagt, er versteckt sie unter einem Auto. Ich dachte, es wäre nur ein Auto hier. Die finden wir nie. Zurück. Ich habe eine Idee. Verdammt! Mann, ich wusste nicht, dass du sowas kannst! Ich auch nicht. Da war dieser Schub. Du siehst gar nicht so gut aus. Hat sich auf einmal entladen. Moment mal. Hast du das gesehen? Du bist eine wandelnde Batterie. Du musst dich nach jedem Energiestoß wieder aufladen. Ich spüre, wie der Strom durch meinen Körper fließt. So, als würde ich dadurch geheilt. Das ist echt unglaublich. Los, gehen wir rüber zum Archer Square, bevor uns jemand die Bierchen wegschnappt. Cole, hörst du mich? Hey, Süße. Hast du gehört, dass sie Essen abgeworfen haben? Ja, Sieg und ich sind auf dem Weg. Fühlst du dich? Ganz gut, glaube ich. Meine Kräfte wachsen ständig. Erst konnte ich kaum eine Glühbirne anmachen und jetzt springe ich von Häusern und brate Schrott auf Siegs Dach. Du springst von Häusern? Warum machst du sowas? Ganz ruhig. Mir geht's gut. Mach keinen Blödsinn. Nachdem das mit Amy passiert ist, könnte ich nicht... Ja? Wir sehen uns am Archer Square. Ich liebe dich. Ich dich auch. Das Zeug steckt da oben fest. Tut mir leid, Kumpel, aber du bist der Einzige, der einen Sturz überleben würde. Du musst da raufklettern und es runterholen.